Ah, in den Mülleimer. Und wieder in den Mülleimer. Und daneben. Okay, ein paar sind daneben gefallen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Derail Valley. Ich sortiere ja immer hier mir meine Aufträge immer vor. Und haben jetzt alles genommen, oder ich habe ja mal viele rausgesucht, die ungefähr bei 1,0 sind. Der geringste hier mit 0,89, dann hätten wir hier 1,02, 1,49, 1,19, 1,39. Alles gute Aufträge. Wir haben jetzt nur noch 40, knapp 40.000, ein bisschen unter 40.000. Ich muss erst mal gucken. Wir haben gleich nicht mehr 40.000. In der letzten Folge haben wir den Auftrag da nicht hinbekommen. Und ich wollte eigentlich jetzt auf die DH4 hingehen. Stehen die Wagen hier eigentlich noch? Sehe ich die hier noch auf der Karte? Ja, da stehen sie noch. Wenn ich die jetzt bezahle, die Gebühren verschwinden die hoffentlich. Das steigt immer noch. Das steigt noch. Das darf nicht sein. Okay. Sind wir denn hierhin zurückgerollt? Sind die überhaupt gekuppelt? Ja. Wo sind wir hier? Ja, okay, wir sind hier angekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt. Welche Richtung gehe ich hier? So, ich gehe nochmal zurück zu Harbor. Kostet uns wieder 1500. Also das. Das Einzige, was wir jetzt gucken können, ist, wir können mal gucken, ob wir den beiden, die haben wir geschafft. Wir können dahin springen. Dann setzen wir uns ein bisschen zurück vom Spielstand, bevor wir diese Scheiße angenommen haben. Könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, wir cheaten? Aber davon uns zu erholen. Oh, jetzt steht da noch eine zweite. Aber die sind nicht doppeltraktionsfähig. Haben wir die Aufträge jetzt schon angenommen? Nee. Die würden hier jetzt liegen. Wie viel haben wir jetzt drin? Noch 41.000. Sagen die Gebühren. Ich kann es auch nur mit einem Zug probieren. Welcher ist das? Das ist der längere, ne?
Ja, es ist der deutlich längere. Wie viel wiegt der? 684 Tonnen. Ja gut, die Lok ist auch nur für 450 Tonnen ausgelegt, ne? Also, und selbst mit einer Lok haben wir es da ja nicht hochgeschafft. Wir schalten jetzt einfach nur die Lok aus. Und dann lassen wir die hier so stehen. Wir schalten das Licht noch vielleicht noch aus. Also das war wirklich keine gute Idee. Das gebe ich zu. Und dann gehen wir jetzt nach Habe. Und dann darf ich jetzt gleich aber nochmal neu sortieren. Oh je, nee. Aber immerhin haben wir damit auch 40.000 knapp. Und dann müssen wir. Da hat sich gerade auch was bewegt. So, Aufträge. So, ich sortiere jetzt immer alles aus, was generell schon wirklich wenig Geld bringt. Also 0,04. Ich brauche keine 6.000 verdienen mehr. 11.000 sind auch geringe Sachen. 68 Minuten fürs Rangieren bei 1,20. Das hier könnte man zum Beispiel noch machen. Das geht noch. 22.000. Aber alles unter 10.000. Das schmeiße ich eigentlich mittlerweile generell weg. Eine Ablieferung entladen. Wie schwer? Wie schwer ist der? 495 Tonnen. Liefere leere Container. Liefere Altmetall zum Stahlwerk bei 1102 Tonnen. Haben wir nicht mal ansatzweise eine Lok für? Fahre einen Leerzug, auch den nicht. Acetylen, Hasma 3. Da brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken. Jetzt sind natürlich die Aufträge, die ich vorher raussortiert habe, natürlich alle wieder weg. Liefere Stickstoff. Auch das weg. Fahre einen Leerzug. Okay. Unsere Gebühren sind jetzt bei knapp 2000 noch. Wir gucken jetzt aber erstmal, welchen Auftrag wir jetzt hier machen. Ich glaube, rangieren wäre eine Überlegung wert. Ich glaube, wenn, dann würde ich das hier rangieren. Lade Methan aus einem Zug und stelle ihn ab. 1,20, 24.000. Long 2. Habe ich überhaupt Long 2? Lizenzen. Längere Züge. Ja, habe ich. Das habe ich irgendwann mal genommen. Ja, das hier sind nur 10.000. Und das dauert mir zu lang. Hier ist es angeblich einmal nur rangieren für 68 Minuten. Okay, das nehmen wir jetzt einmal an. Und dann gucken wir mal. Okay. E81, C3L. Okay. E8i. 672 Tonnen. Gucken wir mal. Da ist eine Lok. Die schnappen wir uns. Ich hoffe, dass ich ab der nächsten Folge dann wieder alles passend machen kann. Also, dass es dann kein Zurückspringen und alles mehr gibt. Weil ich will euch eigentlich schon komplett auf meiner Karriere hier mitnehmen, aber so, wir sind jetzt in Harbor. Das heißt, wir gehen auf HB und wir fahren gerade von dem Lokgleis 1P weg. Und wo stehen die Wagen? E8i.
Stehen wir noch auf einer weichen Zunge? Könnte gut sein. So. Jetzt geradeaus. Bahnhofspläne. Wir müssen gucken, wo wir hier jetzt sind. Ach, wir sind da schon. Wir müssen nur noch nach vorne. Da hinten ist schon E8i. Also da vorne ist schon der E-Bereich. So, wo stehen die Wagen in E8i? Dann gehen wir hier mal vor. Dann legen wir die um. Und dann gucken wir, wo hier E8i ist. Das dürfte sehr wahrscheinlich hier sein. Das ist das Gleis. Okay. Standen wir hier nicht schon mal? Haben wir hier nicht Wagen in... Sind das die, die wir hier vorbeigebracht haben? Das könnte gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Nee, haben wir hier die Wagen nicht mal weggezogen? Ich weiß es nicht. Wir sind hier doch, glaube ich, irgendeinen Chemiezug schon lang gefahren. Das ist der, womit wir alles riskiert hatten. Wir haben auf jeden Fall auch Schaufel und Feuerzeug. Das heißt, wir haben uns die Dresine geholt. Den müsste ich jetzt nämlich sogar darüber rufen können. Ja. Kann ich darüber rufen. Ich kann mir die quasi damit spawnen, die Dresine. So. Nach C3L. Da müssen wir gleich auch gucken, wo C3L ist. So, C3L. Ach ja, steigen wir einmal aus. Dann klettern wir hier runter. Dann hängen wir die Wagenkupplung hier schon mal ein. Drehen das fest. So, und jetzt rangieren wir. Jetzt lösen wir hier noch eine Handbremse. Die finde ich hier. So. Wunderbar. Dauert das nur so lange? Oh, es dauert einfach nur so lange. Dass all diese Wagen anlegen. So, in der Ebene kann ich die jetzt alle ohne Probleme ziehen.
Wie viel wiegt der Zug? 672 Tonnen. Also ungefähr das Doppelte, was die Lok eigentlich aushält. Zum Glück ist der Bahnhof hier in der Ebene. So, ungefähr 10 km/h beim Rangieren. Wir legen die Weichen schon mal so, dass wir jetzt gleich einfach in das Gleis reinfahren. C3L. Das funktioniert nämlich an der nächsten Kurve, wo wir nämlich einfach links gehen können. Hier links. Wunderbar. Und wo ist C3L? Hier. Rechts dran vorbei. Also hier gerade und hier rechts. Hier ist C3L und die Entladung ist dann hier oben. Okay. Gut. Dann springen wir mal zurück zur Lok. Und versuchen mal hier auch ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. So verlieren wir an Fahrmotorgeschwindigkeit, aber wir bauen ein bisschen Geschwindigkeit auf. Und selbst wenn wir hier nur mit 12 km/h fahren. So, und dann soll einer nach G7S und einer nach G6S. Müssen wir erstmal gucken, wo es G dann. Für G können wir dann einfach schieben. Okay. Welcher Wagen ist denn das direkt hinter der Lok? Das ist der 233. Das heißt, das ist, was wir dann als zweites absetzen müssen. Also der nach G6S. Also erst dann nach G7S und dann nach G6S. Erst zu den G7. So. 20 km/h. Aber auch das reicht ja schon zum Rangieren. So, und jetzt lassen wir einfach rollen. Lüftung. Schalten wir erstmal schön wieder die Lüftung hier drin ein. So. 5. Das sind 20 Wagen, die ich rangiere. Nee. 6 plus 5, 11, 16.
So. Damit sind alle Wagen hier eingefahren. Und jetzt entladen wir die alle. So. Entladen. Komm schon. Zack, zack, zack. Zug vollständig entladen. Okay. Wunderschön. Jetzt gehe ich erstmal die Weichen stellen und dann setze ich den Zug wieder in Bewegung. So, wieder hier lang. Und dann geht's hier direkt runter. Na? Mhm. Und dann aber an der nächsten Möglichkeit auch wieder links. So, jetzt erst nach G7. Oh. Auch böse, weil hier stehen schon Wagen drin. Okay, dann gehen wir mal zurück in unsere Lok. Und Vorwärtsgang. Dürfte der Zug ja auch deutlich leichter sein. Ich weiß gar nicht, ob... Methan. Methan ist ja nur gasförmig. Ich weiß gar nicht, ob gasförmige Güter dann überhaupt was wiegen. So. 10 km/h. So, dann gehen wir mal nach vorne und dann spielen wir mal wieder Rangierbegleiter. So. Ich brauche demnächst auch definitiv diese Rangierfernbedienung. So, so kann man Unstoppable spielen. Im Kinofilm. Ich bin gerade Frank Barnes und laufe über die Güterwagen drüber. Um nach hinten zu meiner Lok zu gelangen. Okay. Leistung aufschalten. So, ich will ungefähr 25 drauf haben. So, da vorne kommen sie da schon um die Kurve. Das ist erschreckend. Dann gehe ich jetzt nämlich schnell wieder hier hin. So.
Jetzt kommen gleich die Weichen. Und das wird jetzt nämlich böse. So, hier dran vorbei, hier dran vorbei. Ja, 5 sollen wir dran lassen und 11 sollen wir hier abstellen. Der kommt zum Stehen. Okay. Aha. So, 5 km/h. Das wird jetzt aber schon alleine böse. Weil ich jetzt die Wagen, die hier noch stehen, auch zusammenschieben muss. So. Okay, und wir schalten ein bisschen mehr Leistung auf. Da ist gar keine Druckluft drin, die ich jetzt rauslassen könnte. So. Wir können jetzt nur hier gleich die Handbremsen anlegen. So, ein Stückchen müssen wir noch. Und anlegen. 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 Und jetzt hoffen wir, dass hier 11 Wagen drin stehen. Nein. Ich muss nämlich die und den. Nur die kommen auf das andere Gleis. Boah, das wird jetzt böse. Ich muss noch weiter schieben. Dann muss ich die 3 Wagen da hinten mit angezogener Handbremse noch vor mir herschieben. So, ich brauche ungefähr nämlich noch 2-3 Wagen Platz. So, ich glaube, das müsste jetzt reichen. Der ist jetzt nämlich schon ein bisschen hier drüber, steht aber noch grenzzeichenfrei. Okay. So. Jetzt muss ich gucken. Passen jetzt, kann ich jetzt 5 Wagen abkuppeln? 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5. Ja. So. Lösen. So. Dann gehen wir hier mal noch eine Handbremse anlegen. Und Lockbremse anlegen. So, und die nach B6S. So, 10 km/h für die Wagen. Das sind dann immerhin nur 5. Und zwar unter anderem ab G100 683. 478, 902. 799 und 293. Wundervoll. So. Da hat die Lokbremse sogar ausgereicht. Dann müssen wir aber minimal müssen wir noch reinschieben. Der Wagen steht noch nicht ganz drin. Da steht noch ein Drehgestell außerhalb. So. Ich finde es auch immer geil. Ich hänge immer die von der Lok, also von den Wagen ein, die Kupplung. Und wenn man dann irgendwann mal kurz weggeht, dann ist dann immer die von der Lok benutzt. So, Motor aus. Und ab zum Bahnhofsbüro hier hinten. Das dürften wir nämlich abgeschlossen haben, den Auftrag. Innerhalb von 25 Minuten. Wundervoll. Nochmal 12.000 obendrauf. Und da sind wir bei 76.000. Das ist schön. Und jetzt haben wir hier nämlich noch die Möglichkeit. Haben wir uns die rausgesucht? Die sind hier jetzt einfach nur neu aufgetaucht, ne? Genau, einmal jetzt der 5er und einmal der 11er. Die sind jetzt neu aufgetaucht. Und da würde er uns jetzt anbieten, fahr doch einen neuen Zug. Einmal entweder nach nördliches Ölfeld. Das wäre OWN. Das wäre hier. Dann müssten wir entweder hier rum oder hier lang. Aber das wären auch nur 23.000. Ja, wären dann plus, dann wäre vielleicht nochmal 30.000. Oder wir nehmen halt hier die Wagen. 90, also 0,9 wären 10.000. Ist aber auch wieder ein bisschen wenig.
Ich denke mal, wir teleportieren uns in der nächsten Folge einmal dahin. Dahin, ich sage einfach dahin und habe noch gar nicht entschieden, wohin wir gehen. Wo waren wir denn mal noch nicht? Wir gehen mal nach MB. Zur Militärbasis können wir gar nicht. Wir haben gar keine Militärzulassung. Wir können ja mal nach OWN. Zum Oil Well North gehen. Da werden wir uns in der nächsten Folge mal umgucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Derail Valley. Bis dahin und bye bye.